Hallo und herzlich willkommen an Bord von AIDA Perla. Es ist ja schon eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Damals Ende April waren wir noch auf der Reede vor Barbados, also auf den Ankerplätzen. Und seitdem ist viel passiert. Einen Großteil unserer europäischen Besatzung konnten wir bereits mit Charterflügen aus Barbados in ihre Heimat bringen. Für unsere asiatische Crew sahen wir dort allerdings keine Möglichkeiten. Und so haben wir uns zusammen mit der Besatzung von AIDA Luna auf den Weg gemacht und haben den Atlantik überquert. Von den Kanaren ging es dann zusammen mit Besatzungen von AIDA Nova, AIDA Stella und AIDA Mira in Richtung Hamburg. Es hieß also erst Abschied nehmen und dann kurz danach auch schon wieder neue Crew willkommen zu heißen. Neben der ein oder anderen Abschiedsträne haben wir aber auch ganz viele positive Momente erlebt. In Hamburg angekommen haben wir dann nicht nur zusammen mit unseren AIDA-Kollegen, sondern auch mit den Teams in den Botschaften der Heimatländer unserer Besatzung und zusammen mit den deutschen Behörden erfolgreich die Heimreisen organisiert. Hier möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken, denn es war sicherlich kein leichtes Unterfangen. Nun aber blicken wir auf die nächste große Aufgabe und die ist kein Abschied, sondern ein Wiedersehen. Wir sind schon seit einigen Wochen dabei, zu planen und vorzubereiten, um bald wieder sagen zu können, herzlich willkommen zurück an Bord. Natürlich ist ein Neustart in dieser Zeit kein einfaches Unterfangen, denn wir nehmen Ihre und auch unsere Sicherheit und Gesundheit sehr ernst. Es galt in den letzten Wochen erst einmal die Segel dem herrschenden Wind anzupassen. Und auch für Sie bedeutet das, dass sich das ein oder andere in den nächsten Wochen vielleicht ein kleines bisschen von dem unterscheidet, was Sie in der Vergangenheit an Bord gewohnt waren. Und wenn Sie nun glauben, Sie könnten mich heute schon mit dem hier auch in manchen Bereichen obligatorischen Mundschutz sehen, dann muss ich Sie noch ein bisschen vertrösten. Schalten Sie einfach das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleiben Sie gesund.